das Gefühl, dass du einschüchternd bist, ja, das ist berechtigt, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die dich gefragt haben, der Giovanni spielt mit dem Gedanken, sich einen Hund anzuschaffen, und du sollst gesagt haben, der braucht einen besonders doofen Hund. Warum? Also sag mal so, spontan habe ich gesagt, ich glaube gar nicht, dass Giovanni eigentlich in tiefster Seele ein Hundemensch ist. Oh, da schätzt du mich wirklich falsch an. Ja, und ich kann auch sagen, warum. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal hier, keine Ahnung, gefühlt 12, 15 Jahre. Und da gab es hier einen Redaktionshund, der mit hier drin war. Das war der Hund des Redaktionsleiters, Lilly. Lilly. Und Lilly lag hier und verspeiste einen Knochen und alle waren so, oh, Lilly. Und du warst so, ah, Lilly. Okay, alles klar. Also es war so wenig Verbindung da. Ich bin derjenige, der diesen armen Redakteur immer gemartert hat mit dem Wunsch, bring den Hund mit. Aber meine Einschätzung, warum du einen wirklich dummen Hund brauchst, warum? Unterdurchschnittlich intelligenten Hund brauchst. Also ich würde so sagen, so untere 10% von kognitiver Intelligenz bräuchtest du. Weil es, nur dass ich es verstehe, dass die Beleidigung richtig sitzt. Also es gibt Hunde auch mit 100% kognitiver Intelligenz. Ja, es gibt schon Hunde, wo man die kognitive Intelligenz sehr weit oben ansetzen würde. Ja. Aber du bräuchtest eigentlich einen Hund, der wirklich im absolut untersten Segment ist. So einer, der gerade noch Würstchen rafft. Ja, so jemand, der das Erdbeben erst bemerkt, wenn er sagt, Futter in die Spalte rutscht. Also wenn du einen Hund hast, der nicht besonders intelligent ist, dann ist der genügsam. Wenn du mal 3-4 Tage keine lange Strecke gemacht hast oder sagst, ja, heute passiert nichts Spannendes, dann döselt der so mit. Wenn du aber einen Hund hast, der wirklich wach im Kopf ist und der hat 2 Tage keinen neuen Input, dann wird der anstrengend. Und dann wird der anstrengend für dich. Und sobald die Hunde für den Menschen anstrengend werden, sind die Leidtragenden. Also sogar eine konkrete Vorstellung, was es sein sollte, natürlich auch unter dem Eindruck der Einflüsterungen der Familie. Ja. Ich hätte so gerne einen Pudel. Mega. Total. Sofort machen. Sofort. Ist der besonders blöd? Ah, nee, der ist nicht besonders blöd, leider. Der Pudel ist ja statistisch, gehört der schon zu den sehr fitten Hunden. Eben, das dachte ich auch. Nee, aber Pudel finde ich deshalb eine super Wahl und da würde ich mich sehr drüber freuen. Denn der Pudel, das vergessen die Leute immer, ist ja eigentlich ein Jagdhund. Ja. Der ist also nicht dazu gemacht, damit man dem irgendwie so ein komisches Krönchen frisiert. Die machen alles mit. Du kannst richtig Vollgas mit denen geben und sagen, komm, jetzt geht's hier richtig los. Aber wenn Ruhe ist, ist Ruhe. Das ist ein Hund, der sich sehr stark an die Familie bindet und der sehr mitgeht und so. Ist eine total unterschätzte Rasse. Und dann ist es auch echt egal, ob du einen Großpudel, einen Kleinpudel, Toypudel, völlig wurscht. Tolle Hunde, muss ich sagen. Martin, du machst mich glücklich. So. Vielen, vielen Dank.